diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie auf eine Online-Version einer Zeitschrift zugreifen können. Stellen Sie sich vor, Sie haben im GUG die folgenden Treffer für die von Ihnen gesuchte Zeitschrift gefunden. Anhand der Kurzliste sehen Sie, dass die Zeitschrift auch als Online-Ressource verfügbar ist. Das erkennen Sie an dem charakteristischen Symbol links neben den Titeldaten. Um zum Volltext zu gelangen, klicken Sie auf den Link zur EZB, der elektronischen Zeitschriftenbibliothek. Unter Online-Verfügbarkeit sehen Sie, in welchem Zeitraum die Zeitschrift als Volltext zur Verfügung steht. Achten Sie dabei auf die drei Kreise vor dem Titel. Eine allgemeine Legende und Erklärungen dazu finden Sie unter dem Punkt Zeitschriftensuche. Das sogenannte Ampelsystem zeigt zum Beispiel grün an, wenn die Zeitschriften frei verfügbar sind. Gelbe Markierung bedeutet, dass die Volltexte nur für Studierende und Angehörige der Uni Göttingen zugänglich sind. Rot markierte Zeitschriften sind im Volltext nicht zugänglich. Sie sehen, dass die gesuchte Zeitschrift in dem Beispiel nur für Studierende und Angehörige der Uni Göttingen zugänglich ist. Über den Link neben der Markierung werden Sie zu der Seite des Verlags weitergeleitet. Von dort aus ist oft nur noch ein Klick zu den gesuchten Heften und Ausgaben notwendig. Bitte bedenken Sie, dass für die lizenzierten, das heißt gelb markierten Zeitschriften bei Zugriffen von außerhalb des Campusnetzes eine Authentifizierung über das HAN-Portal notwendig ist. Geben Sie dazu einfach Ihre Ausweisnummer und Ihr Bibliothekspasswort ein. Weitere Informationen zu den E-Medien finden Sie auf unserer Homepage unter Digitale Bibliothek. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns.